ich habe mir jetzt ein paar Erdbeeren gemacht und ein Toastbrot mit. Das ist keine Nutella, aber ich mag ja keine Nutella. Das ist diese zweifarbige Nutella mit der weißen Schokolade. Die ist nicht ganz so süß. Deswegen kann ich die essen. Ich habe gerade nichts anderes gefunden. Und noch was zum Trinken. Ja, das muss ich noch ein bisschen umrühren. Ich räume gerade unseren Gefrierschrank unten im Keller aus, weil man sieht es vielleicht. Also wir müssen ihn dringend abtauen, weil der ist irgendwas schiefgelaufen. Und jetzt muss ich das einfach alles ausräumen und nach oben bringen. Ich habe jetzt einfach alles rausgetan, das ist so viel. Mal schauen, wie ich das nach oben kriege. Also meine Mama und ich machen jetzt Mittagessen und sie macht gerade einen Salat und wir machen jetzt Onion Rings. Weil die habe ich in Amerika immer gegessen, die waren so gut und jetzt will ich sie selber machen. Ich habe jetzt ein bisschen Mehl hergerichtet und dann diesen Teig, der da drum kommt, gemacht. Das habe ich ein Ei rein, bisschen Mehl, bisschen Salz, bisschen Milch. Und da haben wir jetzt Semmelbrösel noch. Da kommen die am Schluss rein. Da ist Rucola drin in dem Salat, den mag ich nicht. Egal, ich probiere es jetzt. Meine Mama hat jetzt schon den Salat gemacht. Da kommen da noch Zwiebel rein, glaube ich. Das sind dann diese kleinen Dinger, die ich nicht für die Zwiebelringe verwende. Und ich habe die jetzt alle so ausgebreitet und die kommen jetzt erstmal in das Mehl rein. Dann in den Teig. Und dann in die Semmelbrösel. Und jetzt kommen die dann gleich in einen Topf mit heißem Öl. Also die werden frittiert. Hier ist jetzt schon mal das Öl, aber wir müssen jetzt noch warten, bis das richtig heiß ist. Und dann kommen da die Zwiebelringe rein. Also die mache ich jetzt gleich noch. Und so sehen die fertigen jetzt aus. Und die kommen jetzt ins Öl, weil das Öl ist jetzt fertig. Danke, Mama. Ups. Jetzt brauche ich wieder die Löffel. So sehen die jetzt fertig aus. Ich habe gleich noch mal eine neue rein und ja, probiere die jetzt mal. Ja, sehr gut. Während meine Onion Drinks dann noch braten im Fett, mache ich mir jetzt einen Bubble Tea noch dazu. Und ich habe hier schon so ein bisschen Holundersirup drin, weil den hat meine Mama gestern für mich selber gemacht. Da ist jetzt überall Holundersirup drin, also jetzt habe ich erstmal genug. Also ich habe da jetzt schon ein bisschen Holundersirup drin und jetzt ein Strohhalm, das sind extra solche für Bubble Tea. Und dann habe ich hier meine Bubbles oder wie auch immer man die nennt. Die haben wir auf Amazon gekauft und ich glaube, das sind 450 Gramm. Die kosten 12 Euro, das ist richtig teuer, aber ja, der schmeckt halt richtig, richtig gut. Und meins ist jetzt grüner Apfel. Und dann nehme ich hier einfach so einen Löffel und hole mir da Bubbles raus. Ich nehme immer so ein Dreiviertel Löffel ungefähr und tue den da rein und was ein bisschen was von dem Sirup, der da drin ist, weil das ist extra so grüner Apfelsirup. Hier sind jetzt meine Bubbles und der Sirup und es wird jetzt mit Wasser aufgefüllt. Danke, Mama. Ich tue da jetzt noch Eiswürfel rein, weil das Ganze ein bisschen kühler und schmeckt noch besser. Ich habe mir gerade einfach über meinen Ärmel geschüttet. Ganz toll. Schaut mich einfach mal an. Ich muss das jetzt hier abmachen, weil ich habe gerade einen TikTok gemacht. Das habt ihr vielleicht schon gesehen, weil das habe ich jetzt gerade gepostet, wie ich mich als Mann verkleidet habe. Ja. So, ich habe jetzt ein bisschen gechillt, immer im Bett, ein bisschen sehr lange, aber auf jeden Fall ist es jetzt 4:30 und ich mache jetzt Sport.
Ich habe irgendwie voll die Motivation, aber man sieht es mir irgendwie gar nicht an, weil irgendwie ist die Motivation dann doch nicht so groß. Ich kann mich irgendwie nicht ausdrücken, was ich sagen will. Ciao. Also, ich bin jetzt fertig und ich mache erstmal meine Haare auf. Es sieht ja alles schlimm aus hier. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich duschen. Gut, dass sie gleich hinter mir ist. Und ja, dann brauche ich erstmal eine Pause. Ich muss heute eben meine Haare waschen. Die sind schon ein bisschen fettig hier. Nee. Also, ich habe mir jetzt was Chilliges angezogen. Hatte ich vorher eigentlich auch schon, aber die war jetzt durchgeschwitzt, mein Zeug. Jetzt muss ich neues anziehen. Und jetzt lasse ich meine Haare trocknen und chillen noch ein bisschen. Und ich will ja die nächsten Tage noch mein Zimmer umräumen. Und ich habe schon eine Idee. Also, mein Bett kommt dann, wo jetzt mein Schreibtisch ist. Aber das zeige ich euch dann in dem Video, wenn ich es mache. Genauer, ich kann schon wieder nicht reden. Und ich kriege für meine Glastür, weil das war ja das Problem, dass die Tür aus Glas ist und ich nicht will, dass man dann direkt so auf mein Bett schauen kann. Und dafür kriege ich einen Vorhang. Und ich habe jetzt für mein Zimmer auch einen anderen Fernseher. Also ich hatte ja davor den ihr in meiner Roomtour gesehen habt vielleicht. Und der war schon ziemlich alt und klein. Also so klein war er nicht, aber kleiner als der, den ich jetzt habe auf jeden Fall. Und genau, den tue ich dann auch in mein Zimmer. Es hat einfach so die ganze Zeit geregnet und so. Und jetzt hat meine Mom gerade angerufen und hat gesagt, ich soll mal rausschauen und für mein Video filmen. Das ist auch... Ja, Mama. Wo bist du? Mama? Wo bist du, Mama? Ja, im Zimmer. Ach so, sie ist in ihrem Zimmer. Das ist genau unter mir. Okay, ich habe nicht gemerkt, dass sie mir zuhört. Aber auf jeden Fall ist der voll der schöne Regenbogen. Ich habe mir jetzt so richtig stylisch einen Dutt gemacht und ich werde jetzt mein Gesicht ein bisschen waschen und noch mal eine Maske machen oder so. Wahrscheinlich, weil ich mag das zurzeit voll gerne, so Masken und sowas. Und es sieht gerade voll kacke aus, aber egal. Ich habe mir ja letztens dieses Waschgel gekauft und das habe ich jetzt schon 2-3 Tage getestet, aber ich werde es noch ein bisschen länger testen, aber bis jetzt ist es voll gut. Das riecht mega intensiv und man darf es auch wirklich nicht zu nah an die Augen dran, weil sonst brennt es mega. Und ja, okay, das war jetzt schon wieder ein bisschen zu nah an den Augen, aber man macht es halt immer mit einem Wattepad einfach so drauf und dann halt abwaschen. Dann benutze ich dieses Scrub Me Salty, wie auch immer man es ausspricht, Peeling von Salted, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall... Englisch-Skills nicht am Start, aber das habe ich auf jeden Fall auf TikTok, die Firma auch verlinkt mal und das ist jetzt keine Werbung oder so, aber ich finde es einfach mega, mega gut. Man nimmt einfach ein bisschen und dann peelt man sein Gesicht damit und wäscht es dann nochmal ab, so. Ich mag das voll gerne und das macht meine Haut so schön weich. Ich könnte die ganze Zeit drüber fassen. Und mein Freund sagt dazu, meine Haut ist weich wie ein Babypopo. Ich creme jetzt noch mein Gesicht ein mit dieser Handcreme. Ich weiß, es ist halt eine Handcreme, aber ich habe gerade keine andere da und ich muss mir erstmal eine neue kaufen dann. Beachtet halt einfach nicht meinen dreckigen Spiegel. Der ist einfach dreckig. Ich sollte ihn vielleicht einfach mal putzen. Peace, Leute. Ich sitze jetzt hier vor meinem Kleiderschrank und ich habe jetzt hier so einen ganzen Wäschehaufen hier einfach. Und den werde ich jetzt einfach mal ausräumen. Jetzt ist der Regenbogen einfach noch krasser. Oh mein Gott, sieht so geil aus.
Ich habe mir jetzt mein Handy und mein Ladekabel geschnappt und ich gehe jetzt nach unten, weil ich habe irgendwie Hunger und es ist um 23 Uhr oder so. Aber bevor ich ins Bett gehe, muss ich noch was essen. Und eigentlich sollte ich schon längst im Bett sein, weil ich muss morgen um 7 aufstehen, weil ich mal wieder Fahrstunde habe. Aber YOLO! Keine Ahnung, was mit mir los ist, aber ich habe jetzt ein Trinken geholt und Apfelmus. Weil ich habe irgendwie nichts anderes gefunden und ich wollte jetzt nichts kochen um 23 Uhr. Und ja, keine Ahnung.